Hallo zusammen. Massiver Preisaufschlag bei Liontron. Über 50%. So ist der Titel. Das stimmt. Nicht überall. Ich habe hier die 10 Ampere und ich habe schon mal im Januar oder Februar ein Video gemacht über diese und jetzt haben wir die neu bekommen. Und ich zeige sie euch nochmals. Das ist die kleinste Liontron-Batterie. Hier drüben mit dem Logo und hier hat es eine EAN-Nummer. Und das Teil ist standardmäßig eingepackt, so mit Schaumstoff. Und es geht raus aus der Schachtel. Was hier fehlt bei dieser Batterie, ist eine Anleitung oder eine CEE-Erklärung, was ich eigentlich gewohnt bin bei Liontron. Ja, dann ist die Batterie hier eingeschrumpft. Hier oben haben wir den Löwen drauf, Plus und Minus. Und hier sind M6-Schrauben. Und die sind jetzt hier so angezogen, mit einem 10er-Schlüssel lässt sich das also ohne Probleme lösen. Und dann habe ich hier einen Federring und eine Unterlagscheibe, das ist Picobello. Und von den Maßen her, wenn ich die Originalmaße nehme, hat die eine Breite von 81, ja unten messen, 181, das stimmt, und 76 und eine Höhe nach Datenblatt ist 95 und 95 ist bis hier Oberkantgehäuse. Also für die Schrauben und die Kabel müsst ihr hier noch gut einen Zentimeter dazu rechnen oder 10 mm. Ja, warum jetzt dieser hohe Preisaufschlag? Und zwar bis letztes Jahr hat die Batterie, Schweizer empfohlener Verkaufspreis waren 107 Schweizer Franken und jetzt neu 181. In Deutschland war der Preis 81,60 Euro und jetzt ist er neu seit dieses Jahr 142,49. Das ist die neue aktuelle Preisliste. Seit Januar ist die gültig. Ich habe im Januar noch den alten Preis gesagt. Ich habe hier auch die Preisliste für die Schweiz. Die verlinke ich euch natürlich unten. Wir haben die Batterien, also die Liontron-Batterien am Lager. Diese kleinen Batterien und auch die 24-Volt-Batterien haben wir nicht oder selten am Lager, weil unsere Klientel, Gartenhäusen, Boote, Transportfahrzeuge, Tierärzte, Camper, die brauchen selten so eine kleine Batterie. Und das ist, sag mal, so ein Modellbau, kann ich mir das absolut gut vorstellen, so ein Boot drin oder Funktionsmodell im LKW drin verbaut. Also absolut einsatzberechtigt, aber unsere Klientel hat das halt nicht. Wegen dem haben wir es auch nicht gemerkt, dass die Batterie über 50% aufgeschlagen hat. Die anderen Batterien sind alle am Lager. Könnt ihr bei uns vorbeifahren, mitnehmen. Wir schicken sie euch zu. Ja, fragt uns an oder schaut bei uns auf dem Netz. Ich verlinke euch natürlich unten auch unsere Seite, wo die Batterien aufgeführt sind. Da sind auch Lagerbestände drin, was am Lager ist. Eben weiter die Preisliste der Schweiz. Und sonst Picobello, kleine Batterie im Modellbau, einsetzbar. Ich zeige euch noch, was hier drauf steht. Eben die kleinste Liontron. Wir haben hier kein BMS zur Verfügung. Also die Batterie kann ich nicht auslesen über BMS hat sie drin, aber kein Bluetooth. Also ich kann nicht übers Handy zugreifen und schauen, wie es dieser Batterie geht.
super tolles Produkt für den Modellbau, absolut einwandfrei. Das war es zum Preisaufschlag, zur Info. Die anderen Batterien, nicht die kleine hier, die sind alle noch gleich teuer wie letztes Jahr, da hat sich also nichts bewegt, die Preise sind die gleichen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.